Hallo meine lieben Zuhörer und Zuschauer. Ich melde mich mal mit einem aktuellen Podcast. Ich habe gestern den Start der Serie Willow gesehen. Und ich muss zugeben, ich bin damit mit einer gewissen Vorfreude reingegangen. Und ich habe natürlich den Film von 1988 immer vor Augen. Die Thematik und und das Gefühl dieses Films. Also als ich das gestern angefangen habe zu schauen, war ich natürlich sehr gespannt. Ja. Und ich finde, der erste Eindruck ist für mich, ja, sie haben eine tolle Ausstattung. Die Schauspieler, klar, sind alle jung. Und man sieht natürlich, dass die neue Zeit Einzug gehalten hat, auch in dieser Art von Film. Dass natürlich die Fantasy-Welt angefüllt ist mit den verschiedensten Wesen, mit den verschiedensten Herkünften der Leute, die man sehen kann. Und es ist, ja, wie sage ich es mal, also es ist für mich schon irgendwie eine schöne Geschichte. Also ich werde jetzt, sage ich mal, schon ein bisschen darüber sprechen, was ich gesehen habe. Also hier Spoiler-Alarm, also wenn ihr das noch nicht geguckt habt, dann hört am besten jetzt nicht weiter oder guckt nicht weiter. Also Spoiler-Alarm ab hier. Okay? So. Also, ich muss offen zugeben, dass es am Anfang für mich ein bisschen schwierig war, dem Ganzen zu folgen. Also, man kriegt mit, dass der Matt Martigan weg ist. Und ja, die Charaktere werden langsam eingeführt. Also, es beginnt damit, dass die Hauptprotagonistin vorgestellt wird. Also die beiden kämpfen mit den Schwertern auf einem Steinhügel. Und man wird in dieses Land eingeführt. Und es kommt schon so ein bisschen dieses Nostalgiegefühl auf. Natürlich ist alles sehr modern gedreht. Die Leute sind meiner Meinung nach alle viel zu sauber. Ja, also die sind alle so geschniegelt und gebügelt. Und es sind super Effekte dabei. Also es kommen dann diese so Knochenjäger, die dann versuchen, die greifen an einem Abend. Und ja, es kommt zu richtig coolen Kämpfen irgendwie. Und man merkt einfach, dass diese böse Kreaturen, dass die ein Ziel haben und die nehmen dann den Bruder der Hauptprotagonistin hops, ja, die entführen den. Und man bekommt mit, dass, sage ich mal so, naja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist eben die neue Zeit, wie Filme gemacht werden. Und naja, wenn dann natürlich die Abenteurergruppe bestehend aus verschiedenen Repräsentanten, aus verschiedenen Bereichen dieses Fantasiekönigreiches, der Königreiche, dann fällt es einem natürlich jetzt nicht nur auf, wenn darüber gesprochen wird, sondern man sieht es auch. Ja, also wir haben jemanden, der aus Indien kommen könnte, ein König. Wir haben einen König, der könnte so aus dem Arabischen Reich kommen. Dann haben wir einen König, der aus einem ganz anderen Land kommen könnte, aus dem Asiatischen oder so. Also man hat wieder so eine, wie bei den Ringen der Macht, hat man mal wieder alle Kulturen, die es hier bei uns in der Welt gibt,
mit eingebaut. Und es ist für mich ein bisschen verwirrend gewesen. Das soll jetzt keine Kritik sein, das ist nur für mich nur ein bisschen verwirrend, weil wenn man halt mit den Filmen der 80er Jahre groß geworden ist und sieht dann diese neue Variation, ist das erstmal, sagen wir es mal so, ich muss mich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen, das ist alles. Ja, also die Schauspieler bieten eine sehr gute Leistung und man nimmt denen ihre Rollen ab der zweiten Folge auch ab. Also am Anfang ist es ein bisschen schwierig, dem Ganzen zu folgen, weil die Geschichte ist meiner Meinung nach schon schlüssig. Die Landschaftsaufnahmen, wow, also es ist wahrscheinlich irgendwo in Schottland gedreht. Also du hast diese weiten Hügellandschaften, diese endlosen Wege durch grüne Gras- und Felslandschaften. Also das ist schon beeindruckend. Und man trifft erst, ja, glaube ich, am Ende der ersten Folge trifft man erst auf Willow. Also es wird über ihn gesprochen, weil er den, ja, weil er die Möglichkeit hat, den Bruder, der, ich kann mir den Namen der Anführerin gerade nicht merken. Und im zweiten Teil merkt man dann, oder man bekommt mit, dass die eigentliche Küchenmagd, die mit dem Bruder, also dem Prinzen, was hatte, dass die eigentlich die Elora ist. Elora Danan. Seht ihr, diesen Namen kann ich mir merken. Aber den Namen von der Anführerin und den Namen von den Leuten, die jetzt, sage ich mal, losgezogen sind, um den Bruder zu retten, kann ich mir nicht merken. Also die Namen sind noch nicht bei mir hängen geblieben. Aber die Namen wie Matt Mardigan und Elora Danan, das ist bei mir hängen geblieben. Ja? Der Geist der Königin Bav Morda und die Sorsha ist Königin, ja, von Tiras Lin. Und es ist schön zu sehen, was sie beabsichtigen. Also man hat dieses ganze Gefühl, was diese Serie rüberbringt, hat mich jetzt noch nicht zu 100% abgeholt. Und ich bin einfach gespannt, wie es sich entwickelt. Und ich räume den Produzenten und den Machern dieser Serie auch alle Freiheiten ein. Was ich natürlich machen kann, ich kann sagen, was mich stört, was ich gut finde. Ja, also, aber das ist, wohlgemerkt, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ja, also ich möchte das jetzt nicht irgendwie auf eine hohe Kante stellen, aber mich hat zum Beispiel gestört, dass es kommt moderne Musik am Ende, ja, also so Pop, fetzig, aber so ein bisschen, ja, ich kann es gar nicht mehr, weiß ich, so Ende 90er, ja, wo man halt, also es ist eine moderne Musikrichtung, Gesangsmusik, die ich jetzt eigentlich bei so einer Serie jetzt nicht vermutet hätte. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass so diese klassische Willow-Musik kommt und vielleicht ein paar schöne Themen, also dass wirklich dass der Musikmacher im Hintergrund, dass der sich etwas mehr Mühe gegeben hat. Aber nein, es kommt, es kommt neumodische Musik, was ich ein bisschen schade finde. Aber ja, das ist meine Wahrnehmung. Ja, ich habe den Charme dieses Films wird meiner Meinung nach noch nicht, das Ganze noch nicht gerecht von dieser Serie. Natürlich fiebere ich mit, ob sie den Matt Mardigan finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Darsteller, der den Matt Mardigan gespielt hat, ich fällt mir gleich ein, wie ist er? Val Kilmer, genau. Vielleicht taucht er noch auf oder sie bringen ihn rein mit verändertem Gesicht. Also das heißt, man kann ja so Special Effects machen, wie sie es damals bei Star Wars gemacht haben.
die Lea, ne? Also da haben sie auch irgendwie so mit computeranimiertem Gesicht gearbeitet. Vielleicht bringen sie den Mathematikern dann so rein, wenn es auch nur kurz ist. Und ja, es gibt eine Barriere, also Teraslin wird mit so einer Barriere geschützt, mit so einer magischen, und durch die kann man halt einfach durchgehen. Also durch die gehen die einfach durch, durch so ein Tor. Und ja, man geht mit denen auf die Reise. Und die Nelvins, also die kleinen Menschen, die wiederzusehen, das hat mich schon sehr gefreut. Also diese kleinen Menschen und vor allen Dingen auch der Willow, dem seine Tochter. Man kriegt immer wieder so kurze Rückblicke auch aus dem Film mit. Und das war, glaube ich, der Punkt, wo er mich mitgenommen hat, der Film. Also die Serie jetzt. Also wo immer wieder kurze Rückblicke gemacht werden. Und das fand ich schön. Also das war der Punkt, wo ich wieder dabei war. Ja, also man merkt, dass dieser Produzent, dass die Macher von dieser Serie schon irgendwie sich allerbeste Mühe geben, die Zuschauer von damals abzuholen. Ja. Ich bin natürlich gespannt, was die Charaktere, es sind 1, 2, 3, 4, 4 Begleiter vom Willow, also die Elora Danan jetzt mal mit dazu gerechnet, die ja eigentlich eine Küchenmagd war und halt in der Serie jetzt erfährt, dass sie eine Magierin ist. Und ja, der Willow will ihr das Zaubern beibringen. Ja, also es passiert eine ganze Menge. Der Zuschauer wird erstmal an dem Lagerfeuer wird er gefüttert mit Informationen, wer ist, wer woher kommt. Also man kriegt so einen kurzen Eindruck. Und man wird gleich auch mit diesen Knochenjägern bekannt gemacht, die in dem Land irgendwie herumreiten. Und ja, also der Gesamteindruck von den beiden Folgen, die ich jetzt geschaut habe, ist, wenn ich eine Zahl nennen würde, zwischen 1, grottenschlecht, nicht guckbar, von bis 10, absolut genialste, was ich jemals gesehen habe, bekommt die Serie Willow von mir heute eine, ich sag mal, eine vorsichtige 6. Also 5 ist so die Mitte, ist ja okay, kann man gucken, ja, aber wenn man sie nicht guckt, ist auch nicht schlimm. Also eine vorsichtige 6 und steigerungsfähig. Das ist so mein Filmserienfazit von Willow. Tolle Effekte sind dabei und man merkt, dass da eine Menge Geld im Hintergrund ist, die diese Effekte ermöglicht haben, und tolle Kampfchoreografien. Also das, was man mitbekommt. Ja, das wäre so im Großen und Ganzen eigentlich so meine Meinung und von dem, was ich gesehen habe, meine Einstellung dazu. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich will jetzt mal kein Ultimatum setzen, aber ich denke mal, ich schaue jetzt noch 3 oder 4 Folgen mit. Und wenn dann irgendwie jetzt nicht so für mich die richtige Fahrt aufgenommen wird, also dann weiß ich nicht, dann sortiere ich mich einfach mal neu. Aber im Großen und Ganzen ist es so, wir sind halt in den 2020ern. Ist nur, es ist halt so. Und wir sind nicht mehr in den 80ern. Das muss man sich halt immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und auch wenn sich die Schauspieler wirklich gut machen, also die bringen ihre Rolle richtig rüber. Es sind tolle Orte, tolle Bilder, die man zu sehen kriegt. Aber die sind mir alle zu sauber.
versteht ihr, wie ich das meine? Also, du hast... also in den Filmen früher wurde darauf geachtet. Man hat sich vorher im Schlamm gewälzt, man hat die Klamotten zerrissen und die sind alle so sauber, alle gebleachte, blanke Zähne und... Wisst ihr, wie ich das meine? Es war... In den 80ern war es wichtig, ganz authentisch rüberzukommen. Und die Schauspieler sind... Die sind toll. Die bringen das richtig gut rüber. Aber die sind zu sauber. Ich kann es nicht anders formulieren. Ja. Gut. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und was ich mir wünschen würde für die Serie, etwas mehr Willow. Musiktechnisch. Ja. Ein bisschen mehr Klangatmosphäre. Und ja, das wären bisher so die einzigen Kritikpunkte, glaube ich, wo ich richtig ansetzen kann. Aber was ich wirklich gut finde, ist, ich habe nicht damit gerechnet, dass die blonde Schankmaid, was ich die, ja, die Küchenmagd, genau, die blonde Küchenmagd, dass sie Elora Danan ist. Das ist so, bumm. Da bist du selber überrascht, so, die ist das. Ja, obwohl sie eigentlich rote Haare hatte. Ja. Dass der McMartigan verschwunden ist, das ist auch überraschend. Natürlich Val Kilmer, den jetzt darzustellen, ist schwierig, weil er hat ja diesen Kehlkopfkrebs da gehabt. Ja, also das ist jetzt so meine Wahrnehmung über die Serie Willow. Ich werde ganz gebannt gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe mal, ihr auch. Und es soll sich jeder seine ganz eigene Meinung darüber bilden. Ja, also ich möchte das ganz objektiv betrachten. Und ich gebe dieser Serie eine Chance. Ganz ehrlich, weil Willow halt Willow ist. So, das war's jetzt mit dieser kurzen... knackigen Podcast-Nummer. Und ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Und vielleicht habt ihr auch eine ganz eigene Meinung darüber. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie ihr diese Serie wahrgenommen habt. Ich freue mich über Kommentare. Schreibt gerne mal rein, wie ihr die Serie findet. Findet ihr sie gut? Findet ihr sie schlecht? Habt ihr Kritikpunkte? Was findet ihr toll? Das würde mich mal interessieren. Haha. So, ich mache dann mal hier weiter noch ein bisschen Hobby und ja, werde mir jetzt meine Skaven-Armee-Liste machen. Also dann, tschüss und auf bald, euer Balduin und Hüter.